Glaubt mir, ihr werdet ihn 100% lieben. Also ich sag's wirklich, die Leute, die auf diese säuerlichen, fruchtigen Sachen stehen, 100%. Oh, was geht? Mein Name ist Paddy Eve und ja, jetzt ist es soweit. Ich glaube, einige von uns haben wirklich darauf gewartet, denn diejenigen unter euch, die einen Adventskalender hatten von Holy, die haben bemerkt, dass es da einen neuen Überraschungsgeschmack gab. Und jetzt ist es soweit, dieser Geschmack bzw. diese Sorte ist jetzt fest im Bestand. Plus, es gibt noch einmal auf Community-Wunsch einen weiteren neuen Geschmack, der jetzt auch im Bestand ist. Und ich glaube, da werden sich einige freuen. Aber Vorsicht, es ist nicht jedermanns Sache, sage ich jetzt schon mal direkt voraus. Und zwar handelt es sich hierbei um Wassermelone. Genial. Also ich persönlich sage ehrlich, ich feier's. Ich bin ein riesengroßer Fan davon, wirklich jetzt. Aus meiner Community waren jetzt einige dabei, die gesagt haben, ja, ist nicht so meins. Man muss dazu sagen, Wassermelone ist, glaube ich, vom Geschmack her sehr, sehr, sehr schwierig herzustellen. Gerade, sage ich mal, wenn man mit natürlichen Aromen arbeitet und es nicht chemisch schmecken soll. Und das ist das kleine Aber. Aber wir packen erstmal aus und gucken wir mal, wie das ausschaut. Muss dazu sagen, ich kenne beide Geschmäcker schon. Beide bei mir im Sortiment. Muss auch dazu sagen, den einen Geschmack, und zwar Tropical, habe ich schon leer gemacht, deshalb finde ich gut, dass jetzt neue am Start sind. Und Wassermelone ist bei mir halb voll. Plus aber, und das glaubt mir, oh Baby, ich habe hier einen, das ist für mich so persönlich die schönste Farbe. Und ich feiere die dermaßen, wirklich, ich feiere die dermaßen. Gerade sage ich mal, jetzt nicht nur Holy, ich tue auch Kaffee rein, wenn ich mal Kaffee trinke, ja. Obwohl ich kein Kaffeetrinker bin. Da muss ich dazu aber sagen, wirklich genial. Wir werden das Ganze auch auf jeden Fall schnell durchgehen. Ich habe hier schon angemischt, muss dazu sagen, ganz kurz, bei mir immer Kohlensäure und Eiswürfel. Ganz wichtig, also was mit Kohlensäure und Eiswürfel. So, Numero Uno und Numero Dos. Und ich glaube, auf die beiden haben wirklich die meisten gewartet. Also gerade, sage ich mal, auf diesen hier haben sich ja mehr Leute immer gewünscht, dass sie gerne mal Wassermelone haben wollten. Man muss dazu sagen, das war jetzt eine Special Edition aus dem Adventskalender. Jetzt hat aber jeder darauf Zugriff, was gar nicht mehr so schlecht ist. Aber wie gesagt, der ist mit Vorsicht zu genießen. Man muss dazu fairerweise sagen, er schmeckt, sage ich mal, wie dieser klassische Wassermelonengeschmack, wie man ihn halt kennt. Ja, das heißt, ein bisschen so, muss man ehrlich sagen, ein bisschen künstlich. Ich aber muss dazu sagen, ich feiere ihn trotzdem dermaßen, weil ich genau diesen künstlichen Wassermelonengeschmack aus meiner Kindheit kenne. Ja, ich weiß nicht, wer von euch, sage ich mal, noch damals dieses Wassermelonen-Huba-Buba kennt zum Beispiel. Ich habe es geliebt. Und so ungefähr kann man es vergleichen. Mega genial. Aber was jetzt auch noch dazu neu gekommen ist, und zwar in anderen Sorten sind einmal hier neue Shaker. Und da muss ich sagen, das ist jetzt sehr, sehr schlicht gehalten, ja, schlichter als sonst, wenn man jetzt, sage ich mal, den hier vergleicht. Das ist natürlich jetzt auch wieder Geschmackssache. Ja, die einen mögen es, sage ich mal, kunterbunt, ja, die anderen mögen es ein bisschen schlichter. So, das ist, sage ich mal, so, das sind die älteren Versionen, beziehungsweise die sind auch relativ neu, ne, gar keine Frage. Und das sind jetzt, sage ich mal, die ganz neuesten Editionen, sage ich mal, die etwas schlichter gehalten sind. Ist Geschmackssache, ich sage ehrlich, ich finde die hier geiler. Aber jeder, wie er es mag. Und was so auch gut drin ist, du kannst sie halt zweifach öffnen. Das heißt, du hast einmal hier, hast du einmal den Hauptverschluss, ja, wo du, sage ich mal, auch Sieb drin hast, Filter drin hast. Und dann hast du einmal noch mal diesen zweiten Verschluss, wo du am Ende des Tages draus trinken kannst. Sehr, sehr geil gelöst, sehr gut gemacht. Aber es geht jetzt um diese zwei Kandidaten hier. Also um jetzt noch mal mich zu vergewissern, werde ich jetzt noch mal trinken. Aber wie gesagt, ich trinke den aktuell regelmäßig. Der hier ist jetzt schon offen, weil das ist nur mein Alter, ja. Also ich habe schon ein paar daraus genommen. Nur das Problem ist, momentan ist halt sehr, sehr viel bei mir am Start, was ich trinke. Ich komme halt nicht dazu, irgendwie täglich zu wechseln. Also, ich probiere ein Stück, wie gesagt, ich kenne ihn schon, ja. Ich versuche aber trotzdem nochmal irgendwie so gut es geht zu bewerten. Man muss dazu ganz klar sagen, Design für mich persönlich einer der geilsten Designs überhaupt. Sieht sehr, sehr geil aus. Gerade mit diesem Pink-Blau passt super zu Wassermelonen und Blauwal oder Pottwal. Sehr, sehr geil gemacht. Und muss auch dazu sagen, die haben die Farben auch wirklich diesmal sehr gut gemacht. Also gerade, sage ich mal, für mich persönlich der Wassermelonen-Geschmack sowie die Farbe persönlich, ich feiere ihn dermaßen. Aber wie schon gesagt, also die Leute, sage ich mal, die jetzt wirklich darauf hoffen, was 100% Natürliches zu bekommen, also bekommen zu wollen vom Geschmack her, wie bei den anderen Holy-Sorten, muss ich fairerweise sagen, wird ein bisschen schwierig. Aber am Ende des Tages ist es ja auch gar nicht so schlimm, also stört gar nicht. Wie gesagt, für mich erinnert dieser Wassermelonengeschmack sehr, sehr stark nach Kindheit. Ja, die ganzen ehemaligen Süßigkeiten damals, Wassereis zum Beispiel oder Eis allgemein, Hubba Bubba bzw. Kaugummi, sehr, 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 sehr Kindheitsfeeling.
So, Uno ist fertig und ich muss direkt dazu sagen, passend auf jeden Fall 100%, weil der ist bei mir leer. Und den kannst du zum Beispiel vergleichen, ein bisschen mit Cobra zum Beispiel. Viele von euch aus der ersten Generation, sage ich mal, kennen noch Holy Cobra. Für mich damals die Nummer 2 gewesen. Sehr, sehr, sehr geiles Sommerfeeling. Also es ist vom Gefühl her, vom Geschmack her, ist es so richtig so, bam. Da sage ich 100%, wenn richtig heiße Tage sind, du bist am Schwitzen, am Saften ohne Ende, glaub mir, 100%, den kann ich wirklich empfehlen. Das ist so ein geiler Geschmack. Thai Lime heißt der. Sehr, sehr gerne getrunken habe ich ihn. Wie gesagt, ist zu vergleichen mit Cobra, würde ich es wohl behaupten. Ist sehr, sehr, sehr fruchtig. Ihr müsst die Löffel niemals rappelvoll machen. Also es reicht wirklich aus gestrichenen Löffel. Wirklich, ihr kommt damit lange aus. Sag ich, wie es ist. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ihr werdet damit sehr zufrieden sein. Ihr müsst das nicht alles hochdosiert vollballern. Finde ich sehr, sehr gut. Denkt auch daran, wenn ihr am Bestellen seid, ihr könnt weiterhin 10% sparen mit dem Rabattcode ZINKA oder ihr könnt 5 Euro Rabatt erhalten mit dem Rabattcode PADDY5. Das heißt, da spart ihr auch nochmal gut Kohle. Es können gerne mal so 14, 15, 20 Euro sein, die ihr da mal wirklich am Sparen seid am Ende des Tages. Und warum nicht? Ist natürlich alles im Link, natürlich alles verlinkt und könnt ihr einmal schauen. Ganz kurz nebenbei, ich muss auch direkt, oder ich kann jetzt direkt schon mal sagen, im Vergleich zu diesem hier, der auch okay ist, finde ich den hier aber noch um Wellen besser, weil der hat wirklich dieses typische, klassische, sommerliche, limonensäuerliche Feeling, ja, also dieser Geschmack halt, dieses wirklich, wie es sein muss, so richtig extrem fruchtig, säuerlich, und das ist das, was ich halt am liebsten mag. Während dieser zum Beispiel hier so fruchtig süß ist, ist der hier fruchtig säuerlich, und das ist für mich so immer ein großer, großer Segen. Ja, so sehen die beiden aus. Design, ganz klar, sind bei den beiden wirklich für mich persönlich eine 10 von 10. Das passt sehr, sehr geil und bin auch deshalb froh, dass die jetzt fest im Sortiment sind. Das heißt, ihr könnt sie konstant jetzt immer kaufen. Man muss dazu sagen, es gibt Editionen, die sind limitiert. Die kriegt ihr nicht immer. Und die sind aber jetzt fest drin. Und da muss ich sagen, ich war überrascht, dass der jetzt fest reinkommt, weil das ist Geschmackssache. Ich feiere den. Einer ist meiner Community nicht so. Aber dass der hier reinkommt, 100%, muss sein. Da bin ich aber gespannt, was mit Cobra sein wird. Wird Cobra rausfliegen? Ich weiß es nicht. So, Optik her, ganz klar, sieht sexy aus. Und Geschmack her, ich probiere nochmal, um mich zu vergewissern, ob das wirklich so stimmt, was ich hier gerade raushaue. Oh ja, der ist jetzt, sage ich mal, so fruchtig-süßlich. Hm. Aber wie gesagt, wenn du das jetzt, sage ich mal, erklären möchtest, für die Eltern und uns, für die 90er-Jahre-Kids, muss ich dazu sagen, es schmeckt wie Wassermelone aus der Kindheit. Wie, sage ich mal, damals so die Süßigkeiten. Genau so würde ich den abstempeln. Deshalb ist es für mich, sage ich mal, weil du so dieses Kindheitsfeeling bekommst, finde ich den wirklich eine sehr, sehr, sehr stabile 9 von 10. Wirklich. Und 9 von 10, 8 von 10 ist bei mir eher so selten vom Geschmack her, ja. Und da muss ich aber sagen, obwohl du ihn halt nur, sag ich mal, so künstlich hinbekommst vom Geschmack her, dennoch allein dieses, sag ich mal, dieses Kindheitsfeeling ist schon echt ein Segen. Finde ich mega, mega geil. Wie gesagt, kann ich empfehlen. Denk nur bitte daran, es schmeckt nicht so wie frische Wassermelone, wo man reinbeißt. Ja? Wie, sag ich mal, die anderen Sorten von Holy. Da denkst du ja wirklich teilweise, krass, Alter, lutsche ich gerade an einer Weintraube rum. Ja? Das nicht. Trotzdem sehr, sehr geil. Also hat diesen klassischen Wassermelonengeschmack, 100%. Seid ihr zufrieden mit, wenn er sowas auch mögt. Ja, und hier, was soll ich hierzu noch sagen? Also da muss ich sagen, glaubt mir, ihr werdet ihn 100% lieben. Also ich sag's wirklich, die Leute, die auf diese säuerlichen, fruchtigen Sachen stehen, 100% werdet ihr den fühlen. Mit Garantie, wirklich. Das verspreche ich euch. Und ich sag sehr selten, oder ich sag nicht so oft, dass ihr den wirklich holen. Also ich sag's nicht so oft, dass das eine 100%ige Garantie ist. Das war zuletzt, glaube ich, bei Cherry, also bei denen hier unten. Da habe ich auch gesagt, der ist unfassbar geil. Aber da lege ich auch meine Hand für ins Feuer, ihr werdet den lieben. Ja. Oh, das ist, boah, Junge. Also wirklich, das ist endlich so, wo ich sage, boah, geil. Ja, die letzten, die rauskamen, die waren auch gut. Wie gesagt, am Ende des Tages ist alles Geschmackssache, gar keine Frage, die waren auch gut. Aber ich muss dazu fairerweise sagen, so Waldmeister, Bratapfel oder dieser hier, die waren auch okay, kannst du trinken, aber das waren jetzt keine so Top-Dinger. Während aber wiederum das hier voll die Top-Dinger sind. Und auch bei dem sage ich ganz klar, das ist eine sehr, sehr gute 9 von 10. Die schmecken geschmacklich sehr, sehr geil. Und
Ganz kurz, wie gesagt, ihr habt einen Rabattcode, den könnt ihr dann jederzeit eingeben. Wenn ihr euch trotzdem unsicher seid, das Geile ist jetzt auch, die gibt es auch jetzt mal zusätzlich als Probepakete. Das heißt, wenn ihr sagt, ah, ich weiß nicht, dann testet es als Probepaket aus. Und ich sage euch 100%, bei dem ist es wirklich so typabhängig, aber ich sage 100%, wirklich, der ist, ich bin von dem so dermaßen überzeugt, ich liebe den. Der ist bei mir halt schon leer. Den werdet ihr 100% genießen. Definitiv. Ja, wie gesagt, das sind die neuen Geschmäcker. Einmal Wassermelone und einmal Thai Lime. Und glaubt mir, endlich wieder richtig geiles Sommerfeeling. Also die passen so langsam gut in die Jahreszeit rein. Wenn der Sommer kommt, den wirst du 100% dabei haben und den fühle ich genauso. Also definitiv, das sind 100%ige Empfehlungen. Gerade der hier. Und das, wie gesagt, Geschmackssache. Und dann würde ich sagen, das soll es auch schon gewesen sein. Es wird bald ein Video rauskommen, wo ich die Top 3 Energy-Sorten raushauen werde für 2024. Lasst also gerne mal ein Abo da, einen Kommentar da. Und wenn einer von euch Wassermelone probiert hat, bitte mal in die Kommentare reinschreiben, was eure Meinung ist. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt sauber, haltet die Ohren steif, Kuss geht raus.